Fernhalter ins All. Von Douglas Adams. Erster Teil, Schluss mit der Erde. Regie, Ernst Wendt. Buchstaben die Worte, keine Panik. Um die Geschichte dieses Buches zu erzählen, erzählt man am besten die Geschichte von ein paar Leuten, die damit zu tun hatten. Ein Menschling vom Planeten Erde war einer von ihnen. Doch wenn unsere Geschichte beginnt, weiß er von seinem Schicksal so viel wie ein Teeblatt von der Ostindien-Gesellschaft. Sein Name ist Arthur Dent. Er ist 1,80 Meter groß, äffischer Abstammung und irgendjemand versucht genau durch sein Haus eine Umgehungsstraße zu bauen. Auf damit, Mr. Dent! Sie wissen, damit kommen Sie nicht durch! Zwecklos, sich dem Fortschritt in den Weg zu legen! Oh, ich habe den Gedanken an Fortschritt längst aufgegeben! Völlig überschätzte Sache! Aber Sie müssen doch einsehen, dass Sie nicht ewig vor den Bulldozern rumliegen können! Die meisten führenden Theologen behaupten, dieser ganze Streit sei absoluter Humbug. Aber er hinderte Olon Kolufit nicht, ein kleines Vermögen damit zu verdienen, dass er ihn zum zentralen Thema seines neuesten Bestsellers »Na lieber Gott, das war's dann wohl« machte. Mittlerweile hat der arme Babelfisch dadurch sterbt im luftleeren Raum. Oder ihr sagt mir, wie gut euch mein Gedicht gefallen hat. Werden unsere beiden Helden diese schreckliche Prüfung überstehen? Können sie sich ihre Redlichkeit unbeschadet bewahren? Können sie entkommen, ohne ihre Ehre und ihr Gewissen als ästhetisch empfindsame Naturen zu verraten? Im zweiten Teil von Per Anhalter ins All werden sie an der Lösung dieser Kardinalfrage teilhaben können. Das war also der erste Teil von Douglas Adams, Per Anhalter ins All. Unter der Regie von Ernst Wendt sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, Arthur Dent, Markus Beusen, den Ford Prefect. Wolfgang Hess war Mr. Prosser, Doris Schade, die Lady Cynthia und Peter Lühr, der Wogon-Kommandant. Die deutsche Übersetzung besorgte Benjamin Schwarz. Ton und Technik Günther Hess, Jörg Scheuermann und Christine Koller. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski.
Außerdem wirkte noch ein kleines, pelziges Wesen aus dem Krebsnebel mit. Ja, mir hat es wirklich gefallen. Wo es metaphysisch war, war es besonders eindrucksvoll. Musik: Frank Duval.